Ian Malcolm muss immer seinen Senf dazu geben, nochmal, ne? Wir gehen nach Kalifornien. Bei jetzt gerade, da sind die krank geworden? Yosemite. Okay. Über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Okay. Was soll ich tun? Okay, die Katze ist bereits aus dem Sack. Das ist übrigens eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Owen will damit sagen, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Wir müssen entsprechende Anlagen errichten und die Saurier fangen. Aber nicht mit Säcken. Keine Säcke. Ein Expeditionszentrum, eine paläomedizinische Anlage und eine Unterstützungsanlage. Damit haben wir eine solide Basis. Okay, Expeditionszentrum bauen, Unterstützungsanlage und paläomedizinische Anlage. Und hier scheinen dann wilde Dinos zu sein. Okay. Ja, wo fange ich denn an? Ich suche mir jetzt einfach mal die Ecke hier aus, obwohl das sind alles Bäume. Alles Bäume. Wo mache ich denn den Start? Ich mach mal hier. Ah, warte mal, wegen Platz für Gehegeglei und so. Ich mach das jetzt. Ich mach die Ecke jetzt hier. Ich mach das jetzt einfach. So. Aber wir müssen doch erstmal einen Ankunftsort bauen. Da schließe ich einen Park, Mann. So, wir bauen. Paläomedizinische Anlage. Bauen wir hier mal hin. Die Unterstützungsanlage. Und das Expeditionszentrum. Das baue ich einfach mal so hier jetzt hin. So. Jetzt hier einfach mal. Ihmchen. Gott, das ist nicht ganz gerade. Ja, immer. So. Und Strom brauchen sie noch. Gut. Damit auch jeder ein bisschen Saft abkriegt. Warte mal, das, kriegt der da drüben dann noch was? Dann machen wir es lieber mal. Oh, so hier. Ach, Mann, das hinsetzen hier. Wie sieht's mit Fotografien aus? In welcher Hinsicht? Ich glaube, rechts ist meine Schokoladenseite. Owen, ich rede von den Sauriern. Wir brauchen doch Fotos von den Tieren in Yosemite. Und du irrst dich mit der Schokoladenseite. Okay, verstanden. Wir können eins der Fahrzeuge nehmen und auf Fotoexpedition gehen. Und ja, die linke Seite ist besser. Du bist noch hier? Bin dabei, aber noch nicht ganz weg. Kapiert? Das ist ein Wortspiel. Weg, weg, bin weg. So, warum fährt denn er jetzt hier nicht? Habe ich mir eine blöde Stelle ausgesucht? Scheiße. Dann so die Grenzen. SR steht für SnowRunner-Spiegelknopf. Scheiße.
ich bin so richtig... Er fährt hier nicht durch, ne? Warte mal, ich mach mal eins. Mach hier mal Bäume weg. Wir sind ja eine Blöde, ne? Kehr zurück. Ne, 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 ne. Komm mal her. Gehen wir mal Fotos machen. Guck mal, jetzt fährt er hier hoch. Ah, sollen wir bestimmt Fotos machen? Dann haben sie Infos und dann... Oh, guck mal da hinten. Es ist unbeschreiblich, diese Tiere in einem fast natürlichen Lebensraum zu sehen. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, sondern irgendwie auch diesen Moment. Und wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Ich glaube, näher werden wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist einfach atemberaubend. Ach so, und ich soll jetzt von ganz vielen Fotos, also, dass da alle mal drauf sind oder was? Guck mal da hinten, ne? Das war doch was Größeres, oder? Wir werden es gleich sehen. Unten ist auch noch irgendwas. Oh. Was ist denn hier? Hä? Oh, guck mal! Guck mal, was hier noch so. Kreucht und fleucht. Von euch habe ich schon Bilder. Leute, weg, 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 weg. Will euch nichts tun. Hey, vorsichtig. Hey, oh, ja, ja, ganz cool bleiben. So, oh, da hinten, Leute. Da hinten. Oh, warum fährst du hier nicht weiter? Hm. Hier sind noch ein paar Arten. 5 Stück an der Zahl. Was haben wir denn hier Schönes? Fast drüber gefahren, du sagst es, Degeneration. So, wir fahren weiter. Sag mir nicht, dass das hier hinterm Berg ist, alles. Fahr hier einfach mal weiter. Wir finden das schon. Oh, wow, wow, wow. Oh, Inges.
Aber das finde ich auch ziemlich erfrischend hier, wie sie das mit den Missionen gemacht haben. Inge! Ja, genau! Genau, Elmo! Ohne wieder. Ja, ist ja gut. Da hinten, ne? Ich hoffe, wir können hier so durch. Oh, so ein paar Diplodokusse. Oder Apatosaurus. Entschuldigung, darf ich mal? Hier hinten ist was. So, was haben wir denn hier? Was seid ihr denn? Ach, das sind diese Kleen. Stigimolch, genau. Wir haben alle. Die Fangteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig. Boah, wir sollen die alle einfangen? Nee. Geht um die Sicherheit der Besucher, hat sie gesagt. Ah, dann sagt sie wieder, wir sollen nach Expedition gucken. Okay, wir haben aber auch nicht so unendlich Geld gerade, ne? Also würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal ein Gehege. Ja. Wir bauen hier jetzt erstmal ein schönes Gehege. Von mir aus auch so ein bisschen... Oh ja... schön groß erstmal. Dann weiß ich halt nie, ob wir... weil, wenn ich die einfangen soll, dann würden sie, wären sie mir ja nur angezeigt worden. Ist aber ganz schön groß, Christian. Lass mal hier mal so auf den richtigen Winkel dann kommen. Ich denn da angefangen? Okay. Die Ecke hier ist jetzt nicht so schön, aber ich kann damit leben. Wo war meine Ranger? Die sind dort. Und dann bauen wir hier direkt mal zum Beobachten hin. Wie viel hat das jetzt gesehen? Da müssen wir bestimmt hier noch eins hinmachen. Zap, zap. Machen jetzt hier mal so einen kleinen Weg drumrum. Falls wir dann eh noch so ein paar Attraktionen und so bauen wollen. So. Ja, dann machen wir jetzt hier so einen Außenposten noch hin. Mach den ruhig mal so in die Mitte hier. Zack. Und tu dem gleich mal dem Ranger-Team hier zuweisen. Bin kurz weg, zum Dönermann. Das machst du richtig so. Lass es dir schmecken. So, und jetzt ist meine Frage. Wenn ich die jetzt einfangen sollen müsste. Geht doch gar nicht. Aber ist jetzt halt wirklich die Frage, wenn ich jetzt mal... Ich versuche das jetzt einfach mal.
Frage ist nur, holt das Transportteam die Idorte dann? Da soll man halt wirklich komplett nur auf Expedition gehen. Mann, das jetzt alles. Guck mal, da hinten haben wir zum Beispiel unsere Allosaurier. Nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn mache. Trau mich nicht. Ich glaube, das ist echt mir gewollt. Weil da auf jeden Fall wäre schon ein Treffer dabei gewesen. Nee, ist wirklich nie gewollt. Okay, dann soll es halt über die Expedition sein. Ich verstehe. Da habe ich ja jetzt hier umsonst vielleicht so ein riesiges Gehege gemacht. So Leute, ich hab nicht mehr viel Geld hier. Scheiße. So, Allosaurus haben wir hier. Loffo? Wow, 6 Stück! Das ist ein Hera. Scheiße. Ah, die Loffo, 6 Stück. Da würde sich das große Gehege schon ziemlich lohnen. Trodon? Was haben die denn hier für Dinos? Das ist ja heftig. Ich hol mir jetzt die 6 Dilophosaurier. Das Gehege ist sehr groß. Sehr groß. Aber warum nicht? Warum nicht? Lass mal die das machen und gucken vielleicht nebenbei bei der Forschung mal kurz rein. Um vielleicht mal stärkere Zäune? Benötigt betriebsbereites Wissenschaftszentrum. Ich habe nie so viel Geld. Gebäude, aber ein Wissenschaftszentrum. Personalzentrum müsste man auch mal bauen. Ah, ist außerhalb vom Strom? Okay. Ach, das Geld, das Geld. Ich baue jetzt trotzdem noch ein Personalzentrum. Kein Strom. Ja, das weiß ich. Keine Sorge, keine Sorge. Mal hier so eins hin. Verbinden das noch mit dem Wägelchen. Verdammt, Akku war leer. Jetzt habe ich bestimmt voll was verpasst. Ach, hast du eigentlich nicht. Ich habe nur versucht, mit meinem Hubschrauber die wilden Dinos eventuell einzufangen. Aber das scheint nie gewollt zu sein, Elmo. Scheint nie gewollt zu sein. Und jetzt habe ich, da habe ich so ein Riesengehege jetzt hier gebaut, weil ich gedacht habe, ich soll die ganzen Dinos dort holen. Aber das werde ich einfach nutzen für die Dilophosaurier. Da haben die ein schönes, großes Gehege. Ist der Park eigentlich offen? Ja. Wir warten auf die Saurier. Mal ein bisschen vorspulen. Okay, einer ist entgangen, das passiert. So, her mit euch. Saurier transportieren. Transport hat begonnen. Beginne Produkttransport. Oh, da kommen sie.
So, der soll dann gleich hinfahren, der Ranger. Lass mal wissen, was sie brauchen. Zustellung wurde abgeschlossen. So, aber pauschal. Die haben viel Wald gebraucht. Also, meine ich mich, glaube ich, zu erinnern aus dem ersten Teil. Mach den hier aber trotzdem schon mal so ein bisschen. Wasser. So, benötigt Statusüberprüfung. In der Zeit. Kann man sich dann eigentlich schon mal einen Namen überlegen. So, fährt der hier jetzt mal? So, okay. Hast du die neue Folge Löffelmesser-Gebel angeguckt? Noch nicht, Jasmin. Mach ich aber noch. Definitiv, wir wissen, was die zu die Äpfel sagen. Bin richtig gespannt. So, Leute, kümmern wir uns erstmal um unsere Dilophosaurier. Krank! Fehlender Wald, nicht diagnostiziertes Leiden. Ach du Scheiße. Aber wir haben ja eine. Haben wir nicht eine. Hier. Die sind ja alle krank. Okay. Wir kümmern uns hier schon mal. Die wollen Beute, klar. Und mehr Wald. Ah, ist richtig. Na klar, ist ja logisch. Immer eins hin. Zaundefekt. Ah, weil die schon direkt angepisst sind, ne? Zaun ganz machen. Gabel hinzufügen. So, was haben die denn für eine Krankheit? Tollwut. Kann ich Tollwut heilen? Ist eh alles gesperrt hier. Warnung per Pfeil. Tuberkulose. Du Scheiße. Wie behandeln wir Tollwut? Forschung ansehen, Tollwut. Naja, aber warum kann ich das denn nicht? Ah! Freischaltungsanforderung, fotografiere einen Saurier mit Tollwut. Okay. Okay, bin ich hier noch drinne? Das ist ja krass. Absinn, okay. Und jetzt kann ich das erforschen. Ey, du ahnst es nicht. Ach so, ich hab's jetzt schon erforscht. Eieieiei, okay. Okay, warte mal. Der Zaun ist schon wieder kaputt. Okay, ich hab hier gerade ein kleines bisschen Probleme. Ja, mal hier eine andere Ecke setzen hier. Hey. Transportieren. Gleich mal hier hinter in die Ecke. Scheiße, ich habe noch keinen Schutzraum, ne? Leute, ich habe hier gerade. Sag mal. Schutzraum. Guck mal, hier passt sogar genau noch einer hin. Aufgabe hinzufügen. Du machst jetzt hier mal gefälligst den Zaun ganz. Produkttransport im Gange.
Und okay, jetzt habe ich hier anscheinend erkrankt mit Tollwut. Also soll ich jetzt erstmal... Werden die jetzt hier mal alle eingefangen wieder. So, legt los, werd groß. Macht den Zaun ganz. So, kehrt der hier schon wieder zurück? Produkt zugestellt. Jetzt ist der Zaun ganz, okay. Das kannst du hier abbrechen. Oh. Okay, ja, jetzt hat er das... Okay, warte mal. Jetzt brauche ich aber den Ranger. Soll der den hier heilen? Oder macht das jetzt doch wieder die... Behandeln. Okay. Behandeln. Gut, der ist auch schon mal... Wir kriegen das alles hin, Leute. So, jetzt brauchen wir Wald, wollten sie haben. Wald. Und dann mache ich den nochmal so eine normale Futterstation. Es sind ja ein paar mehr. So, schau an, guck. Transportieren. So, es rennt jetzt noch irgendwo draußen einer rum. Und warum habe ich keinen Strom? Produkt wurde zugestellt. Gut, jetzt müssen die noch geheilt werden. Oder ist das jetzt geklärt? Ey, Essilator, grüß dich! Miss Stream verpasst! War im Ghost of Tsushima-Tunnel. Ja, geil! So, toll! So muss es doch mal sein. Produkttransport wird durchgeführt. So, das Ranger-Team muss hier auch nochmal was ganz mal... So, der hat Tollwut. Warum kann man denn... Da kann man das hier nicht... Kann man die dort nicht auswählen? Das ist wirklich ein bisschen nervig. Ist denn jetzt mein Team hier? So, den behandeln. Behandeln. Der hat keinen Treibstoff mehr. Oh, du kriegst die Tür nicht zu. Der muss noch immer umgesetzt werden. Weil Spiel dumm. So. Jetzt ist doch alles geklärt, oder? Komfort sind sie bei 100. Alles klar. Sie sind hungrig? Okay, das sollen sie klären jetzt. Aber der Komfort ist jetzt erstmal da. Oi, 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 oi. Das war eine Aktion jetzt. Wir haben kein Geld, ne? Wir haben kein Geld. Jetzt mal die Frage. Findet ihr es schlimm, wenn noch ein Dino hier drin ist? Markene Fleischfresser, Kamsonactus-Marker. Tja. Das Geld ist gerade so ein kleines bisschen das Problem. Ich kann jetzt nicht mal mehr... ein Gehege bauen. Und ich habe, das Geld reicht ja nicht mal mehr, um eine Expedition zu machen. Tja. Also warten. Vielleicht können wir ja ein paar Attraktionen bauen. Können wir halt eben, ne? Ah, guck mal, da kommt doch schon ein bisschen Geld rein jetzt. Okay. Dann bauen wir jetzt mal ein Gehege. Noch für... Drei, die kenne ich ja noch gar nicht.
Herrerasaurus. Aha. Aha. Zwei Allosaurier. Drei von denen, ey. Man muss ja irgendwas Neues holen. Troodon. Tja, kann man diese Troodons, die Kleen, mit bei den Dilophosauriern reinmachen? Ich glaube, ich probiere das. Wie viel sind das? 8 Stück? Tja, man müsste halt das Zeichen mal sehen, ne? Dass man hier mal ein paar Infos hat. Zu den Dingern. Dass man weiß, ob das die richtige Kategorie ist. Ich hol die jetzt. Ja, ich hol die jetzt. Und wir werden ein Gehege bauen. Einfach zur Sicherheit. Ups. Ich habe das erste halt zu groß gemacht, aber ist nicht schlimm. Der fährt ja dann so. Dann machen wir hier mal den anderen Außenposten rein. Ranger-Team zuweisen. Brauchen ein Tor. Lass mal ihm hier hin machen. Brauchen hier was zur Beobachtung. Da sehen sie alles schön. Brauchen natürlich einen Weg. Na? Ist sie mit dem Weg verbunden? Wir wissen's. Zack. Machen wir erstmal so. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir machen den gleich mal ein kleines bisschen Water mit hin. Egal. So. Dann werden wir mal sehen, was die brauchen. Nicht, dass die Ogler wieder krank sind. Und, Leute. So, Strom einfach mal checken. Ja, ruhig mal auffüllen. Oh, so viel Geld habe ich halt ohne. Oh, was ist los? Zwei sind entgangen. 6 Stück haben sie. Okay. Leute, rinn mit denen. Ich hoffe, die sind nicht so groß. So, die kriegen... Ich weiß nicht, ob die Lebendfutter unbedingt wollen. Ich mach mal erstmal so eine Futterstelle mit hin. Und los. Wuppa, grüß dich. Danke für ein Follow. Hab gestern zufällig eine OLED-Switch gezogen für meine Tochter zum Geburtstag. Mensch, sauber. Schön. Gucke, das sind so eine Kleen. Mich hätte halt mal interessiert. Sag mir nicht, die sind. Oh, Schwächen gegen Hakenwürmer. Okay, überprüf die. Überprüf die. Aber sofort jetzt. Gut, da haben sie. Gut, da latschen sie jetzt auch direkt hin.
Oh, und der guckt jetzt erst dort. Ja, noch sind sie... Oh, Gesundheit 100, okay. Bitte rastet nicht aus, rastet nicht aus. Mich aber wirklich mal interessiert. So, Trodon. Warte mal ganz kurz. Wir gucken mal ganz kurz, Trodon, ob ich die mit rüber machen kann. Trodon. Tö. Da. Gehört zu den... Trodontideis. Okay. Okay, die wollen Lebenbeute. Da haben wir es so gesehen. Kriegen sie ein bisschen Lebenbeute, haben sie nämlich um ein bisschen was zu tun. 100.000 kostet das immer gleich. Ich hoffe, dass mein scheiß Ranger hier jetzt gleich mal aufschlägt. Ah, da kommt er. Ich habe keinen Bock, dass die krank sind. Er kommt nicht klar. Fehlender Wald. Okay, aber krank seid ihr nicht? Futterstation? Pflanzenfresser fressen von geeignetem Blattwerk in ihren Gehegen, erfüllen ihre Territorialbedarf, um sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen. Fleischfresser und Fischfresser müssen mit speziellen Futterstationen in Gehegen versorgt werden. Manche Saurier können ihren Hunger allein durch die Jagd stillen, vorausgesetzt es gibt Beute. Naja, das wollen wir ja nicht, ne? So, okay, warte mal. Aber irgendwen hat er sich doch schon angeguckt, ne? Da war er, der hier. Keine Leiden entdeckt, das ist schon mal gut. Also Wald. Also wollen auch ordentlich Wald haben? Dann gibt es Wald bei mir. Okay. Um vor 100. Beute 1 von 1, Wald, offenes Gelände, also Größe passt, Wasser passt, passt alles. Sehr gut, Leute. Da sind die auch schon mal bedient. Wir machen jetzt hier mal noch einen Weg drumherum. Ah. Man eh mal mit so einer runden Scheiße angefangen hat, ne? Zack. Zack. Gut. Unsere Bewertung der Aktivposten geht hoch, das ist gut. Hätte zwar gerne eine weiße genommen, aber in den heutigen Zeiten nimmt man was da ist, okay. Wird nur noch ein Spiel, Snowrunner kann ich schlecht schenken, aber Assilator, das wäre eine Idee. Es wäre eine Idee. Gut, Knut. Die sind alle bedient. Alle bedient. Das ist schön. Wir wollen natürlich noch mehr Dinos. Was ist denn hier so die Anordnung? Hier so könnte man mal ein schönes Gehege noch hinmachen. Und das machen wir jetzt, oder? Das ruhig mal so. So, dass dann hier noch ein, hier so vielleicht noch so ein Beobachtungsposten dann gleich hängen kann. Das müssen wir nie so groß machen jetzt, weil ich will jetzt hier so ein, die zwei. Hallo. Saurier reinmachen. Ah, genau. So, machen wir das hier. Machen hier so, dass die schön gucken können. Oh, das hier ist ja perfekt. Strom kriegt da auch noch. Das ist ja sehr gut. Hier immer Ihmchen.
Oh, wie mache ich denn das jetzt hier? Na komm, mach mal so. Gut. Wollten die viel Wald? Vielleicht wird das ein bisschen zu viel Wald hier, ne? Ich mach mal ein kleines bisschen weg. Mach hier schon mal... Ach, die Expedition kann ich auch mal losschicken, ne? Ich will, wie gesagt, die zwei... Allosaurier hier holen. Und 6, das wird die... Marie machen. Aufgabe starten. Geldmäßig sieht ja schon mal gut aus. Kein Wasser? Oh, Elmo, das fehlt noch. Da hast du sowas von recht. Ah, ist nicht so groß, das Gehege, ne? Nicht, dass man hier... Problemchen kriegen. Wir machen hier eh mal... Da machen wir ruhig zweimal Lebenfutter hier hin. Zack. Und natürlich noch einen... Posten. Gabel hinzufügen. Gut. Das geklärt. Lasst uns nebenbei vielleicht noch mal ein bisschen forschen... Forschung beginnen. Mittelgroßer Zaun. Dass wir hier mal ein bisschen bessere Zäune dann haben. Warum nicht? Dann spielt sie gleich was Anständiges. So, wir warten auf unsere Expedition. Da kann ich mal einen Schluck trinken. So. Mal checken hier. 100, 100, 100. Das sind ja hier auch kleine, knuffige Typen, ne? Na, gefällt mir. Nimm Form an. Das Gehege wird zu klein. Wäre das bloß einer, wäre das vielleicht okay. Zur Not erweitern war das dann hier noch. Wir werden es sehen. Außer der will gleich wieder ausbrechen und eine tolle Wolle. Genau, sieht das der Alte, das total langweilige Spiel 600 Stunden spielt. Ich glaube, das kommt nicht gut an. Essie later. Hol Animal Crossing, da ist doch schon alles geklärt. So, schön Besucher. Oder es sind einfach nur Mitarbeiter. So, die Expedition ist... Ja, das ist zu klein. Ich glaube, das ist zu klein. Ach, das war die Forschung! Ja, warte, dann kannst du gleich das nächste machen. Personal beschäftigt. Großer elektrischer Zaun. Wo sind die Fressbuden? Ja, Escalator, ich kann hier tatsächlich keine... Attraktionen, also für Besucher bauen. Ich werde aber trotzdem mal einen Schutzraum bauen. Ach ne, haben wir ja schon. Kann tatsächlich nichts bauen. Ich glaube, darum geht es denen hier noch nicht so. Hey, Son of a Don, grüß dich, mein Guter. Wie ist das Game? Ja, für mich als Jurassic Park-Fan und... Ich habe ja den ersten Teil von dem Spiel schon unzählige Stunden gespielt. Deshalb natürlich der zweite Teil für mich wieder genau richtig. Und ich finde, sie haben an den richtigen Stellschrauben gedreht. Das ist echt besser als der erste Teil. So Leute, wir haben den Allosaurus, die haben auch Beete. Und jetzt kommt die große Frage. Ist das Gehege zu klein? Ich finde es zu klein. Werden sehen. Teil 1 habe ich auch gespielt, aber lohnt sich Teil 2? In meinen Augen ja. In meinen Augen ja. Weil es ist vieles anders, man muss auf einige Sachen mehr achten. Aber wir haben ja bis jetzt in Anführungsstrichen nur Kampagne gespielt. Bietet ja noch ein bisschen mehr. So, gleich mal hier... Aufgabe hinzufügen. Gleich hier mal Statusprüfung von den Bäden machen.
Guckt sie euch an. Ey, Wuppa, grüß dich. Ist das für die PlayStation 4? Also, das ist jetzt... Wir spielen gerade auf der PlayStation 5. Aber das Spiel gibt's natürlich auch auf der PlayStation 4. Fehlender Wald. So, sonst noch was? Bereich? Ah, ist knapp, ne? Ist knapp. Leute, wir geben denen erstmal noch ein bisschen Wald. Ich will nie, dass die ausflippen. Mit unseren Bimmelzäunen, die wir hier bloß haben. Fehlendes offenes Gelände. Willst du mich jetzt verarschen? Wasser ist auch Kotzgrenze. Oh, bitte. Das wird so ein... Warte mal. Bereich, offenes... Ah, das Gehege ist einfach zu klein. Leute, das Gehege ist zu klein. Wir müssen größer machen. Christian, machen größer. Ehre, machen größer. Warte mal. Leute, ist auf Pause gedrückt. Bleibt ganz cool. Ganz cool bleiben. So, dann machen wir mal. Ich hoffe. Ah! Ich hoffe mal, dass denen das reicht. Und dann mach mal den auch mal hier so wirklich mal so ein bisschen offenes Gelände, weil ich verstehe das schon, dass die das ankotzt. Warte mal, dann mach mal hier mal so. Oh, oh, warte mal. Krieg das alles hin. Dann mach mal hier mal ein bisschen den Water Joe. Hier mal noch. Terrarbeschränkung. Du bist eine Terrarbeschränkung. So, machen dann jetzt hier den Wald. Und guck mal, wie sie drauf sind. Er muss sich erstmal seinen Bereich angucken. Ja, gucke erstmal. Nee, passt mir nicht. Offenes Gelände und Wald fehlt. Das ist so eine beschissene Mischung. Könnte natürlich, dass sie hier einfach die Ecke offenes Gelände halt haben. Okay, hier will er jetzt gerade wieder Wald haben. Gott, jetzt jagen sie die Ziege, die arme Ziege. Ups, sorry, meinte ja 5, hab leider nur die 4. Für die 5 noch kein Geld. Wuppa, ist doch überhaupt nicht schlimm. Du kannst es auch auf der PlayStation 4 spielen. Guck mal, wir sind bei 99%. Ihnen fehlt etwas Wald. Aber wenn die jetzt wieder zurückgehen, sollte man eigentlich die 100% kriegen. Fahrzeug gefährdet. Hau ab, Junge! Es triggert mich, die 99. Mal, du kriegst hier ein Wald. Oh, 100%. Okay, die sind erstmal glücklich. Bei denen ist noch alles funky. Bei unseren Dilophosauriern ist alles funky. Wir checken mal ganz kurz unsere Generatoren. Ballern hier mal Sprit rein. Das ist zum Beispiel neu. Dass man jetzt halt viel über Wissenschaftler macht. So, Leute, Aufgabe geht auch gut voran. Wir wollen mal nebenbei bei unserer Forschung gucken. So, und machen hier mal den großen Zaun jetzt hier. Dann ist er endlich mal da. Dann brauchen wir noch 3. Dann machen die das mal. Wir können ja nebenbei... Eigentlich bei einer Expedition noch mal gucken. Ich bin da so ein bisschen... Was ist denn das? Was ist denn ein Albertosaurus? Ach, der. Ja, der wäre schon cool, ne? Personal ist beschäftigt, klar, weil sie den Zaun gerade machen.
Leute, wir werden diesen Albertosaurus als nächstes holen. Jetzt bin ich eitel. Jetzt will ich es für den PC. Lol, da ich schon den ersten Teil habe. Grins für PC. Wuppa, dann hol's für den PC. Na klar. Na klar. So, Leute, ich baue das Gehege mal hier so hin. Dass wir dann hier so diesen Bogen gehen. Kann ich da jetzt... guck mal. Mittelgroß... Lasst uns ruhig mal einen mittelgroßen elektrischen Zaun machen. Ich fange aber mal... hier so an. Oh, danke. Ich bin heute sehr mit Rundung unterwegs, ne? Ich bin so richtig verspielt. Leute, was denkt ihr? Zu groß, zu klein? Ist nur für ihn, Dino, ne? Das reicht. Der Zaun wirklich... Ah, der ist ein bisschen größer tatsächlich. Mal, da werden wir den anderen hier drin nochmal ersetzen. Ersetzen an. Das. 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 Sehr gut. Gut. Saft hat er ja logischerweise auch. Wir ballern hier mal ein Türchen hin. Und machen hier natürlich unseren Ausguck. Ausguck. Achso, und die Expedition müssen wir natürlich starten, ne? Jetzt haben die das andere ja erforscht. Dann holen wir den jetzt hier. Wir brauchen 6 hier. Ja, siehst du, die macht das alleine, weißt du? Die Amerie, die ist es. Amerie ist es. Viel zu viel Forscher habe ich. Weg nicht verbunden. Das kriegen wir hin. Das Tor, Christian. So. Euch geht's noch gut hier? Oh, jetzt hat er gerade die Ziege gefressen. Oder? Oh, ist er müde. Oh, ist er nicht niedlich. So, euch geht's allen gut? Allen geht's gut? Ach, guck mal, wie viel Pinke wir jetzt auch schon gemacht haben. Du kommst mir sehr sympathisch rüber, mal ein kleines Lob da lassen. Ach, wuppa, das ist lieb von dir. Dankeschön. Vielen Dank. So. Wo ist jetzt hier mein Albertosaurus? Der heißt ja dann natürlich auch Alberto. Wir haben keinen Namen vergeben. Warte mal, jetzt kommt aber gleich der Dino. Vielleicht haben wir dann schon unsere Aktivpostenbewertung. Staune, dass die hier eine... Zufrieden, zufrieden. Dass die hier gar nicht so am Fighten sind. Ich hoffe, der ist so da. Ja, sehr gut. Auf den bin ich ja jetzt wirklich gespannt. Mensch, hier ist ja auch noch... Der will ja auch offenes Gelände bestimmt wieder haben. Scheiße, ich hab gar kein Futter. Zustellung wurde abgeschlossen. Wasser kriegst du natürlich auch. Raste nicht aus, mein Guter. Nicht ausrasten. Und gleich mal den Ranger losschicken. Statusüberprüfung. Ich hab gar kein Ranger-Posten hier. So. Kommt der jetzt? Ja.
Der Allosaurus sollte doch Achim heißen, oder? Nein, er ist krank! Fuck! Gott, Christian, mach mal hier langsamer. Scheiße! Natürlich ist die Töle krank! Aber warum kriegt man... Mit L1 hat man das Veterinär-Typ-Medizin-Mann-Ding. Oh, es gibt ohne Kurzwahltaste dafür. Fehlende Felsen. Okay, cool. Hä? Oh Gott. Steuerung. Wo bist du hin? Du kriegst großen Felsen. Felsen, 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 Felsen. Will er etwa Sand? Ist er so ein Typ? Sand, ich wusste es. Sand und Felsen. Verletzung? Du Scheiße. Er hat ein Telefon verschlungen? Er hat ein Telefon verschlungen? Der klingelt? Du kriegst die Tür nicht zu. Scheiße, da brauche ich doch hier so einen... Muss ich den ja heilen? Du ahnst es nicht. Ja, du ahnst es nicht, Yes Man. Du sagst es. Wir brauchen das Einfangteam. Die müssen den hier holen. Und der muss behandelt werden. Lehrer Behandlungsplatz. Ich hoffe, die machen das dort. Oder wie behandelt man das? Der will hier nämlich schon alles kaputt machen. Und dann werden wir hier ihm nämlich schon mal Sand überall machen. Passt der... Bald ja gar nicht. Christian, alte Rakete, 17. Monat. Mensch, auch einer der ersten. Vielen lieben Dank, mein Guter. Vielen lieben Dank. Und schön, dich zu sehen. Oder zu lesen. Oder nennen wir es, wie wir wollen. Oh Leute, der kommt hier hin. Der muss behandelt werden. Oh, Scheiße, warte mal. 6. Warte mal, er macht das, das, das. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Gut, und dann sollen sie den heilen. Und ich hoffe... Guck mal, der Komfort ist nämlich auch gleich hochgegangen. Er braucht noch ein paar Felsen. Die kriegt er. Wenn er wieder da ist... Das ist ja wie bei einem kleinen Kind jetzt. Wenn du aus dem Krankenhaus rauskommst, dann kriegst du ein paar Steine. Also das... Ist jetzt nicht unbedingt wie bei einem Kind, aber ihr wisst schon, ne? Er kriegt halt eine Belohnung. Oh ja, verschiedene Felsbrocken. Produkttransport im Gang. Wasser rein. Und in diese Ecke ein. Und dann behandelt ihn mal. Aber vorsichtig. Kranke Tiere habe ich immer ein Auge. Sachte, sachte, sachte. Sachte, sachte. Transport beendet. Und wie läuft es so mit deinem Park? Oh, Christian, ziemlich gut hier gerade. Also wir kommen vorwärts. Wir spielen ja jetzt Kampagne. Also es sind ja immer verschiedene Parks. Wir haben ja jetzt noch keinen großen, sage ich jetzt mal so, gemacht. So, Leute, der ist fertig. Transportbehandlung war erfolgreich. Sehr schön, das ging schnell. Dann hoffe ich mal, dass es ihm dann dort wieder gut geht. Haut hier alles noch von Treibstoff und alles hin. Na, hier, gucke mal. Auffüllen die Nahrung. Dann mal gucken. Schön, ein Pflasterstein als Willkommensgeschenk aus dem Krankenhaus läuft.
Findling geht auch. Sehr gut. Prinzeps, mein Guter, ich grüße dich. Einen wunderschönen Mittwoch. Wo ist er denn? Da ist er. Achte, sachte. Fahrzeug gefährdet. Also die Dilophosaurier, ne? Die. Ah, siehst du, da ist er ein bisschen aggro. Beruhige dich mal. Guck doch schon so, ne? So wahnsinnig. Gott. Rennt da hinterher. Er mag echt keine Besucher. So, mein Guter, wo bist du? Oh, er spielt. Nennen wir es vielleicht nicht spielen. 100%. Mensch, Leute. Das Telefon ist weg. Mensch, wenn man die ganze Zeit klingelt, das tät mir auch auf den Sack gehen. Und es war der Wunsch, ihn Achim zu nennen. So ein bisschen old. Er kommt da schon wieder fast niedlich rüber, ne? Das ist ja jetzt schon wieder fast niedlich. Hast schon Bock auf einen Mosa und Co? Mosa? Klär mich auf, Prinzeps. So, warum sind wir jetzt aber vom Wert runtergegangen? Warte mal, hier ist was kaputt. Alles ganz. Ja. Wo ist denn eine Expedition, wo ziemlich viele waren? 3, 3, 2. 3 Stück von denen, ey. Ich würde sagen, wir holen uns als nächstes die Metriacanthosaurusse und werden dafür ein Gehege jetzt hier so, ja, hier so in der Mitte bauen. Nimm auch den mittelgroßen Zaun. Ich denke mal, das geht klar. Und hier werden wir jetzt mal... Hier sind jetzt so ein bisschen Skills von mir gefragt. Also die ich nicht hab. Ihr wisst schon. Muss man dann hier mal eine Ecke machen? Ich darf aber nicht vergessen, ich will auch... Tor und... Beobachtung. Warte mal, hier ist eigentlich da eine schöne Ecke. Ja, mach mal auch so. Und da jetzt hier so einfach mal so eine lange Gerade machen. Das ist jetzt nicht sehr schön. Gut, du brauchst natürlich Saft, das ist klar. Du kriegst ein Tor. Warte mal, wo fährt denn er? Dorte fährt er seine Tour. Dorte. Ich würde fast sagen, wir brauchen hier bald mal noch ein zweites Ranger-Team. Strom kriegen sie natürlich. War jetzt einfach mal hier so hin. Hier so ein Beobachtungspünktchen. Aber muss man hier alle Dinos holen? Dass man die Aufgabe packt. Kommt mir nämlich fast so vor. Gut, wir starten die Expedition und holen diese. Ah, 3 Stück ist natürlich ordentlich, ne? Oh, Amari ist. Oh, Amari muss ich ausruhen. Scheiße, wo ging das? Scheiße! Ah, da brauche ich ein Personalzentrum, ne? Hab ich doch.
Ich brauche ein Kontrollzentrum. Dann sollten wir vielleicht auch eins bauen. Oh Gott, das ist schräg. So, geht's allen Dinos noch gut? Wo ist denn hier der Zaun immer noch im Arsch? Ach, mach da jetzt, hä? Besser ist das, mein Freund. Besser ist. Mosasaurus. Nee, kenne ich nicht. Ich kann hier ohne kein zweites Team, weil ich halt dieses Upgrade nicht habe, ne? Jetzt müsste sie sich aber ausruhen können. Ah, sehr gut. Einmal ausruhen. Oh, hier ordentlich. Guckt euch mal die Stresspegel an. Die sollten vielleicht alle mal. Der sollte sie auch mal ausruhen. Der Max. Max, geht's nicht gut. Ah, wenn wir die Dinos dann haben, Leute, könnt ihr mir fast denken, dass wir die Aufgabe gepackt haben. Das war eine ordentliche Mission. Ach, die Wasserdinos, da sagt das doch. Oh, Princeps, hast du ja verpasst vorhin. Wir haben ja die Flugsaurier uns angeguckt in der Mission da vorhin. Diesen Avarium, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen gerade. Und oh, das hat Spaß gemacht, das war toll. Ist echt viel besser als in dem Teil davor. So, ich sollte hier auch mal Dinge tun jetzt eigentlich, ne? Hier muss noch Posten hin. Hier muss, immer Futter hin. Ich mach mal immer hier was hin. Immer hier was hin. Dann kriegen sie... bisschen Wasser und dann... Lass mal so ankommen, ne? Dann lass mal so ankommen. Komm, Freitag ein Livestream. Ist auf jeden Fall geplant, yes, man. Ist geplant. So, jetzt kommen sie. Oder nur einer. Vielleicht geht uns ja auch einer verschütt. Scheiße, sind echt alle drei da, ne? Ich glaube, das Gehege wird zu klein. Das könnte echt zu klein werden. Das könnte zu klein werden. Okay, so mega groß sind sie, ne? Nicht, dass die jetzt auch wieder irgendeine Seuche haben. Benötigt Statusüberprüfung. Na, tolle Wolle. Produkt wurde transportiert. So, hier gleich gucken. Aufgaben voll. Scheiße, warte mal. Stopp! Wir brauchen... noch eine Unterstützungsanlage. Genau, jetzt habe ich kurz überlegt. Baue ich jetzt einfach mal rotzfrech so rum? Oh. Bau it! Wenn der andere mit die Aufgaben voll ist, das ist natürlich große Pisse. Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht... Oh Leute, die Aufgabe wird gleich fertig sein. Und ich täusche mich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, Team 2. Weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte, es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen.
Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Also eigentlich geht's nur um Beute, hab ich vergessen. Ich liebe die Sprüche von Ian Malcolm, ey, ich sag's euch. Klar, es sind drei Stück, ne? Lass mal hier mal ein paar Ziegen drin rumrennen. Wir kommen vor 100 hier, das ist angekommen, wohlgefühlt, alles schick. Leute, wir müssen nur noch die Zeit runterlaufen lassen. Nur noch die Zeit. Dann haben wir's. Sieht schon krass aus, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Bäume mag das Spiel nicht so. Was den hier? Oh Gott, Statusüberprüfung erforderlich. Was ist los mit dir? Wieso kann ich ihn nicht auswählen? Hat er schon wieder ein Telefon verschluckt? Oh Gott. Oh, ist gesund 100%. Ach Mensch. Da sitzt er. Da sitzt er. Noch 20 Sekunden. Mal gucken, ob wir es gepackt haben. Aber wir haben zu wenig bei Forschung irgendwie machen wir. Ich weiß auch nicht. Und es wird wieder dunkel, ja. Nicht einmal auf den Inseln haben wir es geschaffen, dass so perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten, zumindest so perfekt wie möglich. Wir sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie könnte es? Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig, oder die Saurier machen ihn zu ihrem. Mhm. Müssen die Dinosaurier richtig behandeln. Ah, Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist... Werden sie bleiben?